Und jetzt geht es los. Moon Talk. The Bones is back. Ja, herzlich willkommen, ne, hier bei Moon Talk. Man glaubt es ja gar nicht, in bewegten Bildern. Man sieht mich auch mal wieder nach langer Zeit. Ich bin zurück. Er ist hier. Zurück. Und ich bin mit Nachwuchs hier am Start. Ihr seht, da ist der Raphael. Der hat tatsächlich alle Tipps richtig. Er hat die sämtlichen Pre-Show-Matches richtig. Er hat getippt, dass Cena World Champion wird und auch, dass Neville Cruiserweight Champion wird. Das Owens verteidigt und wir sind kurz davor, den Rumble zu sehen. Ganz genau. Ja. Das Royal Rumble Match. Und Raffi ist eine Tippspielmaschine, ich muss das auch nochmal erwähnen, also Respekt. Also wir haben es jetzt 3:20 Uhr und Raphael hat getippt, dass Goldberg gewinnt. Ich bin gespannt, ob das der erste falsche Tipp ist oder ob er da auch wieder recht haben wird. Cena 16-facher Champion, ich finde das noch ein bisschen, ja, muss ich erst nochmal drüber nachdenken, wie ich das finde, glaube ich. Ich ärgere mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil wie man sieht, ja auch Raphael ist ja hier AJ Styles Fan, wenn er sein T-Shirt nochmal zeigen will, ne? So sieht's aus. Das gleiche habe ich auch. Ich bin natürlich heute wieder in Maximum Wrestling Farben unterwegs. Alle 3 Monate in Kiel selbstverständlich. Ein bisschen Werbung muss sein. Und ansonsten bin ich jetzt ganz gespannt. Ich habe tatsächlich auf den Undertaker getippt. Und Julian übrigens auf Brock Lesnar. Also von daher, alle 3 Top-Namen sind hier vergeben. Vielleicht wird es mir ganz anders. Wir werden sehen. Ja, also die 3 Top-Favoriten, die uns die WWE ja auch weiß machen wollte. Natürlich noch Braun Strowman und Baron Corbin und irgendwelche anderen Leute könnten das natürlich auch machen. Oder jemand, mit dem keiner rechnet. Vielleicht ein Surprise Entry, wie jemand wie Finn Balor zum Beispiel. Oder aber Randy Orton, Dean Ambrose, Kurt Angle. Alles ist möglich. Jetzt auf jeden Fall laufen noch gerade noch die Szenen. Wir sind kurz vorm Rumble, aber man sieht auf jeden Fall noch mal Seth Rollins, wie er gestern bei NXT aufgetaucht ist. Ja. Und der Triple H gefordert hat. Der hat allerdings dann die Security geschickt und ihn rausgeschmissen sozusagen. Vielleicht gibt es da ja gleich auch im Rumble-Match noch irgendwelche Szenen. Vielleicht ja Triple H als Teilnehmer, als letztjähriger Sieger. Man wird sehen. Raffi, was meinst du? Ich habe auch gesagt, dass Triple H vielleicht dabei ist. Triple H wird dabei sein schon wieder, meinst du? Ja. Und dann schmeißt er Rollins raus. Der ja gar nicht dabei ist. Den er jetzt noch reinlässt. Genau. An Nummer 1 natürlich. Und dann sagt Rollins, alright. Und dann ist er im Match. Und diese 3 Securities kommen mir merkwürdig bekannt vor. Und die NXT-Securities können nichts. Gar nichts. Nee, die lassen sich von Asuka vermöbeln. Und das ist schon mal nicht so gut. Und man sieht morgen schon so ein Face-to-Face bei Raw. Morgen ist das tatsächlich alles? Ja, das war's dann. Dann sagt Steph ein paar Mal WWE und Seth Rollins sagt alright und dann war's das. Jerry the King Lawler hat also die Nummer 1 gezogen. Ich glaube, er wird nur den Rumble callen. Liebes Mooniverse, kommt hier auch rein mit einem Zettel. Und das ist wahrscheinlich der Ablauf, ne? Mhm. Und ja, jetzt ist die Frage, wird er von Dolph Ziggler attackiert und gibt es dann wieder einen Herzinfarkt, so wie Dolph Ziggler sich das ja vorgenommen hat, der nette Mensch? Wir werden sehen, Raphael ist übrigens heute das erste Mal live dabei hier beim Royal Rumble. Er hat nämlich morgen frei für alle Eltern, die sich vielleicht fragen, was macht der arme Mann mit seinem Sohn? Nein, der hat morgen frei, der kann gleich ausschlafen mit mir und er hat auch vorgeschlafen, deshalb ist er jetzt nur so relativ fit. Relativ fit, er ist aufgekratzt wie sonst keiner hier. Richtig. Raffi, was wäre denn dein Trick so im Rumble? Was würdest du machen? Würdest du dich unterm Ring verstecken oder würdest du auf einem Bein hüpfen, um dich auszuschalten? Und was würdest du machen? Hast du eine Idee? Hast du irgendeinen Plan? Mal angenommen, da kommen jetzt irgendwie so 20 Leute auf dich zu und wollen dich eliminieren. Ans Kommentatorenpult setzen. Du willst ins Kommentatorenpult setzen. Das ist natürlich auch eine Taktik. Vielleicht fällst du da nicht auf. Ne? Ja, genau. Zur Tarnung. Schnappst du die Krone von Jerry the King Lawler und, Und den Hut von JBL und dann setzt du beides auf und dann fällst du gar nicht mehr auf. Jetzt natürlich die große Frage. John Cena hat natürlich den Rekord von Ric Flair eingestellt. Würde er ihn doch noch überbieten können? Das ist natürlich auch noch die Frage. Ich sage, bei WrestleMania gibt es John Cena gegen Ric Flair. Alles oder nichts. Die Karrieren von beiden nochmal gegen die Titel
Ja. Ja, und jeder, der Ric Flair kennt, der weiß natürlich, dass er dieses... Setzt alles aufs Spiel. Aufs Spiel setzt, aber dann trotzdem nicht hält und trotzdem wieder in den Ring steigt. Also von daher... Flair wird auch bluten wie ein Schwein und Cena wird den AA zeigen vom Top Rope und dann ist Ric Flair... Geschichte. Ja. Mein Tipp auf jeden Fall, ja, mit dem Undertaker ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Ich meine, das Match wurde ja oftmals bereits thematisiert, dass es das geben kann bei WrestleMania, Undertaker gegen Cena. Die Frage, die wir uns auch gestellt haben in den Abend, wie ist das eigentlich? Darf der Gewinner sich dann aussuchen, um welchen Titel er antritt? Oder aber ist das festgelegt? Wobei beim Undertaker, der hat ja gesagt, ich gehe dorthin, wo ich will. Mir sagt keiner, wozu ich gehöre. Vielleicht hat der ja eine Sonderstellung, weil Goldberg zum Beispiel spricht ja immer nur vom Universal Title. Ich finde, man kann auch ein paar Titel einführen. Dann kriegt nämlich jeder einen Titel, der da heute beim Rumble teilnimmt und die streiten sich nicht so. Genau. Ne? Das ist doch eine gute Idee. Man könnte auch WrestleMania über mehrere Tage einfach veranstalten, ja. Also damit jeder Titel einfach aufs Spiel stand. Also 7 Stunden reichen mir dann auch nicht, dann möchte ich schon, ich möchte dann immer die Nummer von WrestleMania, also sprich jetzt 33 Stunden, möchte ich dann schon da auch gut unterhalten werden. Ja, und jedes Jahr dann eine Stunde mehr, das ist doch gar nicht schlecht. Ich meine, die Toten Hosen haben auch mal ein Konzert gespielt, so lange bis keiner mehr konnte. Mal gucken, wie lange die WWE das schaffen würde. Und dann möchte ich wieder ein Cruiserweight-Titelmatch haben mit einer Viertelstunde Rest-Holds. Rich Swann gegen Neville, wie fandst du das? Nicht so? Nicht so, ne? Nicht so? Aber warum denn nicht? Was hat dir denn da gefehlt? Da nicht so viel geflogen und so, aber trotzdem. Nicht so viel geflogen, ja, bin ich auch bei. So, Royal Rumble 2018 übrigens in Philadelphia. Ja. Das schon mal angekündigt hier. Beeindruckende Kulisse auf jeden Fall. ECW, dann... Und jetzt geht's. 52.020 Leute so, hier. Wir haben nicht Howard Finkel natürlich, nein, sondern hier Frau. Weiß ich gar nicht. Ist das Jojo? Ist das nicht? Okay. Doch, wer die Nummer 8 hat? Ja, Sami Zayn. Ah ja, richtig. Und 10 ist natürlich Ty Dillinger, völlig klar. Und jetzt geht es los. Und 7 ist natürlich Goldust mit dem 7-Gimmick. Die 6 hat X-Pac, die 5 hat King Kong Bundy. Das ist wie, die, wie sollst du das wissen? Warum hat die 5 King Kong Bundy? Wegen 5 Count. Ach so. Okay. Mhm. Woher weißt du da was von? Oh. Ah, Big Cass. Big Cass hat die 1. Das heißt, sie hauen die Liste jetzt alphabetisch raus. Oder ja, ist es auch Enzo? Nee, okay. Enzo ist nicht dabei. Enzo hat nämlich ein Date mit KFC. Ja. Georgia. Crispy Georgia Gold Hühnchen, genau, mit Gewürzgurken drin. Richtig, Georgie genannt. Ja. Es ist natürlich schlau, den als Nummer 1 zu picken, weil natürlich die einen entsprechenden Entrance haben, die man sonst natürlich nicht hätte durchführen können. Das ist richtig. Also muss demnach die 2 ja der Taker sein. Ja. Ne? Logisch. Taker gegen Big Cass ist natürlich auch ein absolutes Mania-Match. Futter. Auf jeden Fall sehr cool. Also das ist sehr over immer noch, muss man sagen. Das stimmt, die Nummer 1, das kann man nicht lernen. Die Nummer 1, das kann man nur ziehen. Man kann nur Pech haben. Ja. Wobei man auch gehört hat, dass die Nummer 1 und auch die Nummer 2 nicht die schlechtesten Losnummern sind, weil statistisch gesehen haben die ja immer schon mal gewonnen. Statistisch, ja. Ja, Statistiken sind wichtig. Ich meine, Shawn Michaels als Nummer 2, glaube ich, ne? Als 1. Als 1, Entschuldigung, ja. Als 1, ja, richtig. Vince dann, glaube ich, aber als 2. Der mit der roten Hose als 1. Benoit auch als 1. Der mit der roten Hose, Chris Benoit. Genau, der mit der roten Hose, den mit darf der roten man... Hose. Das den Namen darf man auch nicht den Namen sagen. Nicht, aber der mit der roten Hose, Hose ist in Ordnung. Ja. Politisch korrekt. Ja. Hose da. Und darf ich den Namen nicht mehr sagen? Das erkläre ich dir mal andermal. Wenn du 25 bist. Aber ich habe ein Foto mit dem Mann mit der roten Hose. Ja? Ja, habe ich. Chris Benoit oder was? Ja, ja, ja. Gefährlich. Gut, dass du bei uns bist. Wenn der Rauch sich verzieht, wird er der Letzte sein, der dort im Ring steht. Ne? Bestimmt. Enzo wackelt. Auf jeden Fall kriegt Big Cass wahnsinnig viel Mikrofonzeit hier noch vor dem Rumble. Ja. Das ist, glaube ich, sowieso überhaupt der längste Rumble-Entry, oder? Will ich mich jetzt nicht festlegen, aber auf jeden Fall hat, glaube ich, noch nie jemand, bevor das Rumble-Match gestartet hat, so viel sagen dürfen. Das machen sie jetzt bei jedem, pass auf. Und dann läuft immer die Zeit runter und dann stehen sie alle im Gang und keiner ist im Ring. Kann natürlich passieren.
spell it out for you. So, wer hat die Nummer 2 gezogen? Eure Tipps ganz schnell, bevor es losgeht. Die Nummer 2 kriegt jetzt Luke Harper. Die Nummer 2 kriegt Rusev. Schon wieder. Oh! Die Nummer 2 kriegt Jericho. Die Nummer 2 kriegt Jericho. Das ist natürlich... Ich hätte es wirklich gedacht. Er hat gesagt, er ist auch die 2. Hat er doch selbst gesagt. Ja? Weiß ich nicht. Hat er gesagt? Habe ich nicht gehört. Oh. Ich weiß nicht, was Raphael gehört hat. Auf jeden Fall. Peinlich. Das ist natürlich peinlich. Warum ist das peinlich? Ja, wenn er jetzt das immer mitkriegt, dass er die 2 ist und wir nicht. Ja. Ich habe das nicht mitbekommen. Also der hat das da angekündigt. Auf jeden Fall ist Jericho schon wieder die 2, wie bereits 2000 und... Hey, aber Jericho war doch schon ein Match. Wir können jetzt nochmal rein. Der hatte kein Match. Der hatte kein Match, der war nur im Shark-Käfig. Stimmt, der war mir im Käfig. Genau. Ja. Das wäre übrigens meine Taktik gewesen, sich da oben wieder einsperren zu lassen. Ja. Und sich da nicht mehr rauslassen zu lassen. Alle zwei Minuten Füße müssen berühren, den Boden zu sein eliminiert. Genau, aber das ist auch geändert worden, oder? Mal sind es auch 90 Sekunden gewesen, oder? Die jetzt sind es 2 Minuten angeblich. Die Taktik ist bloß, dass man nur da hängen bleiben muss. Wenn man da hängen bleibt, dann Rumble, dann kann keiner ihn holen. Genau. Richtig. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Die Nummer 1 und die Nummer 2. Oh, Big Cass und Chris Jericho. Also ich hab ja gesagt tatsächlich, dass Jericho unter den Final Four ist. Ja. Ich glaube, dieser Tipp könnte auf jeden Fall in die Hose gehen. Weil sonst müsste Jericho wirklich sehr, sehr lange durchhalten. Also für alle Statistiken. Es könnte auch sein, dass Big Show Rumble. Nein, Big Show gewinnt in diesem Leben nicht mehr den Royal Rumble. Weil ich glaube, Big Show hat ihn ja 2000 eigentlich gewonnen. Ja, und das sollte auch reichen. Warum? Der ist doch heute da. Der ist heute da, aber der Big Show gewinnt nichts mehr in deinem Leben. Und nicht. Ja, das hat so seine Gründe. Warum? Vielleicht hast du ja recht, der Big Show gewinnt am Ende, dann nehme ich alles zurück. Aber ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, was mich jetzt an Big Show gegen Cena oder Big Show gegen Owens reizen würde bei WrestleMania. So, oh, gleich kommt der nächste. 8, 7, 6, 6, 5, oh, 4, schön den Big Boot 3, 2, 1, und? No. Ja, das ist natürlich eine riesen Überraschung, dass jetzt hier Kalisto in den Royal Rumble ja. kommt. Am besten ist es noch Sin Cara. Ne, es ist doch zumindest Kalisto. Ja, damit sind es nur noch 7 unbekannte Spots. Wie die da jetzt immer den langen Gang runterstratzen müssen. Ne? Das ist natürlich gemein. Das ist wahrscheinlich auch alle 2 Minuten, weil die eine halbe Minute erstmal brauchen, um in den Ring zu kommen. 9, 8, oder ist es doch 7, wahrscheinlich eher Lesnar 6, oder Goldberg, oder? 5, 4, 3, also 10 2, Deutsche 2, 1, 1, 9! Ich sehe da auch noch einen Dortmund-Fan. Ja, das ist natürlich auch eine Hausnummer Mojo hier. Mojo Rawley. Der wurde schon angekündigt, also sind es immer noch 7. Ja, das stimmt. Der wurde angekündigt, weil der wurde tatsächlich, hat er bei SmackDown gerade eine Battle Royale gewonnen. Gegen so tolle Leute wie The Ascension, die Modepolizei und der rennt immer noch. So, jetzt kommt, glaube ich, der nächste. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Schalke-Fan auch noch da. Gladbach-Fan, Dortmund-Fan und? Ja, Jack Gallagher. Das ist natürlich der war angekündigt, oder? Nein. Nein. Ja, das ist natürlich super. Das ist Jack Gallagher. Wir hören Carmen. Sehr schön. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ich mir wünschen würde, dass er alle 4 im Ring verknotet. Mit einem Regenschirm. Alle 4 verknotet. Natürlich auch eine gute Idee, dass er, wenn er den Regenschirm aufspannt. Oh, und er darf erstmal alle erstmal mit dem Regenschirm kaputt haben. Nee, Kalisto nicht. Dann, wenn er rausfliegt, dann kann er den Regenschirm aufspannen und gleitet ganz langsam zu Boden. Und dann kann er sich noch festhalten. Sehr gute Taktik. Er hat einen kleinen Pop bekommen, muss man sagen. Aber für den Jungen natürlich eine Riesensache, dass er jetzt im Royal Rumble steht, das muss man sagen. Und jetzt sind es nur noch 6, die nicht erwähnt wurden. Richtig. Also auch alle drin, ist noch keiner raus. Sein. Ich habe ein bisschen Angst, dass Jericho sehr früh rausfliegt, vielleicht sogar als erster. Oh, oh, oh. Sehr schöner Regenschirm-Spot hier auf jeden Fall. So, werden wir gleich sehen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ja, Mark Henry. Mark Henry, Mark da waren es nur noch fünf. War nicht anerwählt, jetzt sind es nur fünf. Ja, noch fünf offene Spots. Ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, dass solche Leute jetzt hier einen Spot kriegen. Nichts gegen Mark Henry, hat natürlich seine Verdienste über die letzten 21 Jahre. Aber er ist Texaner, damit ist es schon mal okay. Ja, Pflicht eigentlich. Ne? Und Mark Henry ist natürlich auch immer ein Garant für spannende Rumbles. Hast du gerade gegähnt hier? Nein. Das liegt an Mark Henry, würde ich sagen. Nein. Selbst die Texaner wissen nicht, dass er aus Texas kommt. Ich glaube, Mark Henry weiß nicht mal mehr, dass er aus Texas kommt. Das ist richtig. Aber jetzt kommt jemand rein. Jetzt kommt natürlich jemand ganz Besonderes. Jack Gallagher ist gerade rausgeflogen. 2, 1, und? Ja, Braun Strowman, einer der Geheimfavoriten, der aber meiner Meinung nach hier von Roman Reigns aber eliminiert wird, weil Reigns wird sofort hier jetzt einschreiten, hoffe ich. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Nein. Weil Braun Strowman hat natürlich heute Reigns die Möglichkeit genommen, den Titel zu gewinnen. Den Rumble verlassen. Und das ist schon nicht schlecht, wenn man 5 Minuten Zeit am Mikrofon bekommt, aber nur 10 im Ring durchhält. Ich denke mal, dass Mark Henry und Kalisto gleich auch den Ring verlassen werden, sodass Sami Zayn seine 2 Minuten alleine gegen Braun Strowman im Ring bekommen wird, oder? Boah! Also, Kalisto ist gerade mal ganz übel hier über das oberste Seil geschmissen worden. Warum bleibt er denn draußen? Wo ist er denn überhaupt? Jericho ist unter dem untersten Ringseil rausgeslidet und wie man sieht, kommt jetzt Sammy und das wissen wir natürlich. Er hat sich ja die Nummer ziehen lassen, beziehungsweise Nummer gezogen und von Dean Ambrose öffnen lassen. Jetzt die 9, also ich persönlich tippe auf The Big Show. Ich tippe auf. Two. Ich tippe auf The Big Show. Natürlich. Natürlich ist es selbstverständlich The Big Show. So natürlich durchschaubar ist das Produkt ja da durchaus noch. Und wir beide haben recht. Ja, aber Big Show sieht gut aus. Wusstet ihr vorher. Auf jeden Fall sieht Big Show natürlich ziemlich fit aus, muss man sagen. Ne? Hat keinen Look Bauch at mehr. The size of The Big Show. Yeah. Und look at the size of Braun Strowman. Das ist schwer. Das ist schwer. Big Show. Oh, Chokeslam gegen den Großen. Big Show ist schwer. Tatsächlich. Und der sah auch gar nicht so schlecht aus. Kamera hat natürlich sehr günstig jetzt. Oh, Jericho kommt wieder in den Ring. Oh, oh, Codebreaker. Man erinnert sich noch an Jerry Show. Die kennt sich ganz gut. Nicht raus mit Jericho. Oh, das war der Lockout Punch. Und Big Show. Michael Cole mag Konsonanten. Guck dir das an. Guck dir das an. Nee. Oh. Tja. Das ging schnell. Also Strowman der erste Runner-up, also nochmal sagen hier. Vielleicht auch der Kandidat, der die meisten rausschmeißt. Jetzt kommt nämlich Ty Dillinger mit der Nummer 10. 2, 1, 9, die Nummer 10. Alle sagen also 10. Die Nummer 10, Ty Dillinger. Ernsthaft jetzt? Die machen das. Ty Dillinger. Tatsächlich. Ist die 10. Perfect 10, Ty Dillinger. Ist die 10. Ja, welche Zahl hätte er sonst ziehen sollen? Die hat er gezogen, ja. Auf jeden Fall. Also die Frage ist, ist der Call-Up für Ty Dillinger jetzt? So, jetzt kommt die 11. Ja. Wer hat die 11? Beide. Übrigens, die Nummern 11 bis 20 sind die schlechtesten Nummern, wenn man Rumble gewinnen möchte. Ja, James Ellsworth. Der war auch nie angekündigt, glaube ich, ne? Ellsworth. Ja. Ellsworth. Mit Carmella. Aber ohne das neue Outfit, was er ja bei SmackDown gekauft haben. Da hat er sich ja neu einkleiden lassen. Ach, ist er doch Face jetzt? Ich weiß es immer nicht. Ich weiß, er selber weiß auch nicht, was er ist. Ich glaube, er ist eigentlich jetzt Heel, aber ist immer noch facing. Und ich meine auch, Braun Strowman und James Ellsworth haben ja eine Geschichte, muss man das so sagen. Also die WWE verpackt hier auf jeden Fall sehr gut die Vergangenheit. Ja, also die Vergangenheit von Braun Strowman wird hier sehr gut verarbeitet. Ja. Sammy drin, Big Show drin gewesen, jetzt auch noch James. Und wer sich erinnert, der wird auch wissen, Survivor Series, auch dort hat ja Ellsworth etwas zu tun gehabt mit Braun Strowman.
als SmackDown-Maskottchen und Braun Strowman wird hier echt rausgeworfen von Sami Zayn und Ted Dillinger. Ja, komm. Komm. Nee, jetzt. Only Leute. Warum? Leute, tretet ihm ab. Oh, ja, aber wirklich. Jetzt müsste Sami noch schnell aber einen Helluva-Kick. Helluva-Kick! Nicht so da habe ich schon einen Lauf. Ja. Nicht so viel Begeisterung. Ist das Braun Strowman? So gut ist das auch. Und das? So. Wo ist Jericho eigentlich? So, die 12. Und der Windverknopf. Die 12 wird natürlich Mick Foley sein, ist ja logisch. Also Ty Dillinger auf jeden Fall bisher die größte Überraschung bisher im Royal, oder? Die 12 ist Ambrose. Dean Ambrose. Wer hätte es gedacht? Irgendwann muss er ja kommen. Der Intercontinental Champion, gerade ja mit einem Lumberjack seinen Titel verteidigt. Ja, das wissen wir auch. Hast du recht, ja. Das wissen wir natürlich auch. Und James Ellsworth ist immer noch nicht drin. Und wir wissen ja, Dean Ambrose und Ellsworth haben ja auch nicht mehr die beste Beziehung miteinander. Ich meine, immerhin hat er ihnen den Titel gekostet. Bei TLC. Und jetzt arbeiten sie noch zusammen. Und jetzt will er ihn reinschicken, motiviert ihn. Ja, das ist natürlich schön. So, mein Fernseher wird in einer Minute ausgeschaltet. Der weiß mehr als ich. Den ist, das habe ich erst mal. Warum wird er in einer Minute ausgeschaltet? Ich hätte eigentlich gedacht, dass James Ellsworth vielleicht jemand sein könnte, der den Rekord von Santino vielleicht sogar einstellen kann. Aber, oh, das sieht aber böse aus, wie er da gefallen ist. Oh mein Gott. Ja. Ach, gesund ist das aber auch nicht. Das war auch mehr ein Autounfall. Wo ist Jericho eigentlich nochmal? Jericho ist unterm Ring. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Jericho ist unterm Ring. Ja, okay, ist er? Jericho ist unterm Ring, Papa. Ah, ich werde ja immer noch so einen kleinen Mark auf. 4, 3, 2, 1, die Unglücksnummer. Die Unglücksnummer? Die hat bei Ron Corbin gezogen, die 13. Da warst du schneller als ich mit der Musikerkennung. Ich habe gerade überlegt. Ich kenne die Musik auch nicht. Ja, aber da ist Raffi gut, was Musik angeht, aber Respekt. Ein Ton, und schon ist Baron Corbin. Ist der noch raus? Roman ist raus? Oh. Ja, das haben wir gerade verpasst, wegen den Händel. Ja. Was mit Jericho, der liegt da draußen und ist Jericho verletzt. Ist Baron Corbin hat gerade Braun Strowman rausgeschmissen, das ist richtig. Viele lustige Momente. Ja, morgen müssen wir nämlich heute auch noch arbeiten. Viele lustige Momente sehen wir jetzt von Kofi Kingston. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Irgendwas muss ihm ja wieder einfallen. Da gab es ja so einiges, Schreibtischstuhl oder... Als er von den Rosebuds aufgefangen wurde, da erinnere ich mich auch noch dran. Oh, Ambrose vielleicht jetzt raus? Nein. Ja, die Hälfte haben wir jetzt. Ja, deshalb machen wir wieder eine kleine Pause, aber so spannend kann es ja nicht sein, wenn The Miz in den Ring kommt. Übrigens aktuell 3 SmackDown-Superstars und 3 Raw-Superstars drin, wenn man Jericho mitzählt, der immer noch draußen liegt. Das soll ich weiß. Kannst mal sehen. Ey. Top informiert, wie ihr seht. Ja. Ambrose klammert sich ganz doll am Seil fest, hat auch wenigstens eben gemacht. Ja, sehen wir heute vielleicht alle 3 New Day-Mitglieder gleichzeitig im Ring? Also ich meine, das wäre ja das einzig interessante Szenario bei den 3, oder? Wenn man ja auch nochmal... Kann eigentlich Francesca den Rumble gewinnen? Der ist verrückt! Der ist verrückt! Habe ich schon spektakulärer gesehen von ihm, aber irgendwas muss mir einfallen. Trouble in Paradise. Eines Tages gewinnt Kofi den Rumble. Ich sag's euch. Muss er einfach mal. Es fehlt immer noch die große Überraschung. Ty Dillinger immer noch die größte Überraschung. 1 und die 16 ist Sheamus. Stark, Raffi. Ich brauche immer ein paar Minuten. Meist brauche ich die Leute erst sehen, aber du bist echt gut, was die Sieger angeht, muss ich sagen. Stimmt, Sheamus und Cesaro ja auch drin. Ich bin mal gespannt, ob die sich noch in die Haare kriegen, falls sie dann... Auch ein ehemaliger Royal Rumble-Sieger, der einzige derzeit, der hier im Ring ist, den Rumble schon gewonnen hat. Big E oder Xavier. Kann natürlich sein, dass Big E nur Xavier mit rausbringt und gleich wieder geht und dann später wieder reinkommt. Oder Big E macht das hier selber gleich.
Spannend. Ja, jetzt gehen alle hier. Es gehen alle. Ist hier auch ein kleiner Royal Rumble, den ich jetzt gewonnen habe. Jetzt gibt es hier merkwürdiges Spanking gegen The Miz. Möchte ich das sehen? Ich glaube nicht. Poetry in Motion von New Day gegen The Miz. Eieieiei. Weil da kommt ja noch einiges. Rusev Machka. War Rusev angekündigt? Rusev ist reingekommen. Rusev ist reingekommen. Wir haben immer noch 4 offene Spots, die nicht angekündigt. Was ist das denn? Was hat er denn im Gesicht? Das ist eine gute Frage. Das hatte er eigentlich bei Raw noch nicht gehabt. Ich wüsste jetzt nicht, ob er sich seine Nase gebrochen hat oder ähnliches. Und was hat Lana mit den Haaren gemacht? Keine Ahnung. Luke Harper kommt aber auch. Luke Harper Eric Rowan ist, glaube ich, nicht angekündigt. Wer ist Zach Gowen? Eric Rowan. So, Eric Rowan. Zach Gowen wäre eine Überraschung, ja? Zach Gowen. Zach Gowen kann kein Rumble verlieren. Weil er natürlich nur mit einem Bein die Halle berühren kann. Ich meine, es wäre natürlich mal schlau, ihn da teilnehmen zu lassen. Was macht sein Guy da eigentlich? Baut er ein Zelt oder was? Der wird mich ja nerven, wenn ich da sitze. Meine Güte. Extrem viele Deutsche noch. Wie gesagt, die ganze Bundesliga. Und? Muss immer wieder sagen. Und wer kommt? Cesaro, der Partner von Sheamus. So, ich glaube, der war auch nicht angekündigt. Doch, war drin. Ja? Ja, Sheamus und Cesaro waren beide angekündigt. Ach so. Und dann noch jetzt mit Cesaro. Und jetzt kommt der noch mehr New Day. Jetzt sind sie alle drei drin. Jetzt ist der ganze New Day komplett. Samoa Joe wollen wir ja sehen. Ja. Orton. Ne, einer anderer. Weil sonst würde hier Voices in my head kommen. Ja. Davor. Voices in my head ist dann Riot. Den ich übrigens in meinem Top 4 habe. Catching flies in his mouth. Eigentlich muss er jetzt das Licht ausmachen. Deine Hand leuchtet dann trotzdem nicht, außer du bist E.T., dann will ich das Licht. Wo ist immer noch drin? Muss man das nicht vergessen? Ja. 2, 1, 0. Und wer kommt? Apollo Crews. Ja, das ist natürlich auch jetzt ein Surprise. Surprise, Surprise. War er angekündigt? Also noch 3. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er angekündigt war. Dann habe ich ihn vergessen. Apollo Crews könnte sich natürlich gleich Dolph Ziggler gesellen, der aber noch gar nicht im Ring ist. Also von daher kommt überhaupt noch ein Surprise Entrant. Es sind nur noch 8 Leute, die fehlen. Ja. Und es fehlt immer noch Harper. Harper, Goldberg, Lesnar, Taker, Orton, Ziggler. Können noch 2 Überraschungen kommen. Da muss die Überraschung aber echt groß sein, wenn die jetzt kommt. Ich meine, es kommen die ganz großen Namen noch. Ich frage mich echt, ob die 28, 29, 30 gezogen haben. Ich meine, haben die aber alle großes Glück gehabt. Also es ist eine ziemliche Durststrecke momentan. Also das Geschehen im Ring ist zwar jetzt nicht so unspektakulär, aber die Namen sind schon sehr, sehr die kommen kompakt aufs Ende noch, ja, konzentriert. Oh, ich glaube, New Day geht komplett raus von Sheamus und Cesaro. New Day komplett raus. Ja. Und Cesaro und Sheamus arbeiten zusammen, wollte ich sagen, aber da ist Jericho und schmeißt beide raus. Cesaro auch raus. Da sind wir eben 5 weg. Und Jericho ist mir eben zurück, obwohl er gerade gefühlt eine halbe Stunde außerhalb des Rings gelegen hat. So, jetzt gibt Sheamus gegen Cesaro bei Fastlane oder so. Ja, in einer Best of 15 Series. Ja, die in einem Draw endet. Ja. Nein. 4, 3, 2, 1. No. Remember the Ascension Schild war da gerade. This in my head. Orton. Orton. Mit der 23. Das passt natürlich. Also ich muss sagen, von meiner Top 4 sind jetzt noch 3 schon da und auch 3 noch im Ring, muss ich sagen. Also von daher, bisher bin ich noch im Soll. Wyatt, Orton, Jericho und der Undertaker.
6. Aber jetzt muss ja mal einer kommen von den 4, 3, 2, 1. Goldberg. Nein, das kommt von Dosi. Das kann doch nicht sein, dass die drei großen Namen die drei letzten sind. Das finde ich, also das finde ich auch schon. Er hat das, glaube ich, auch nicht. Da wird bestimmt einer noch. Die 28 hat bestimmt Batista doch. Heute. Ja. Also ansonsten Edge. Edge, ja. Batista hat 228 gewonnen, warum? Oder eine wieder? Frau noch. Und so, eigentlich muss ja jetzt Lawler eingreifen, oder? Könnte schon sein, ja. Wobei auch Apollo Crews noch drin ist und die beiden haben ja eine Fehde. Vielleicht schmeißt Apollo ja den Sigler raus. War schön gemacht hier von Dolph. Vielleicht schmeißt Crews auch Sigler mit Hilfe von Lawler raus und es gibt Lawler gegen Sigler bei WrestleMania. Tja. Wobei ich denke, der Lawler darf nicht mehr in den Ring. Der Lawler darf nicht mehr in den Ring, er darf sich nur noch von Dolph Sigler aufs Herz treten lassen, ja. Was dann nicht als Mordversuch gilt. Natürlich nicht. 3, 2, 1 und Lesnar vielleicht? Ja, noch ein Wyatt. Noch ein Wyatt und der heißt namens Luke. Wobei Harper. Natürlich die Frage ist, gerade wurde Luke Harper verstoßen von Bray Wyatt und Randy Orton, ob es hier eine Zusammenarbeit gibt oder und Rowan, der ist ja verletzt. Hat er Glück gehabt. Ja. Kann er nicht verstoßen werden. Die großen Überraschungen bleiben echt aus. Ty Dillinger bisher. Jetzt müsste echt noch, weiß ich nicht, jemand wie Samoa Joe kommen. Das wird mich jetzt vielleicht noch ein bisschen von der Bank ziehen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lesnar kommt oder Undertaker. Lesnar kommt. So. So, jetzt wird es bestimmt mal leer. Lesnar wird jetzt wahrscheinlich erstmal. Lesnar schmeißt jetzt alle raus und gewinnt das Ding. Und dann redet keiner mehr über die 1,26 bei der Survivor Series. Könnte natürlich jetzt sein, dass Lesnar Goldberg in 30 Sekunden rausschmeißt, sodass er sich dafür revanchieren kann. Lesnar ist nämlich ein Biest, der steht auf dem Podest. Der wird heute zweifacher Rumble-Sieger. Nein, wird er nicht, denn der Undertaker wird heute sich zum zweiten Mal den Royal Rumble-Sieg krallen. Das wäre ja auch viel spannender. Also definitiv. Es gibt dann Undertaker gegen Cena, das Match, was sich alle wünschen, um den Titel. Da könnte man natürlich sagen, der Undertaker, der verliert ja nie bei WrestleMania. Also meistens nicht. Und Ambrose ist mal eben raus. Ambrose wie ist ein raus. Jobber fliegt da raus. Und Ziggler ist raus. Und ja, Rusev darf Rusev noch bleiben. Mit Suplex. Man kann nur hoffen, dass er Jericho verschont. Und Jericho kriegt auch einen Suplex. Und Corbin. Corbin kriegt einen Suplex. Und Sami Zayn ist auch extrem lang schon drin. Miz kriegt einen F5. Und wer stellt sich noch an? Da ist auch Orton. Der kennt der kriegt schon. Auch noch einen F5. Ja, den kommt er würde zum AKO, wenn er schön war, macht er nicht. Ja, Lesnar räumt auf. Der ist sauer, der ist böse, aber Sami Zayn hat noch nichts bekommen. Deshalb wird er sich jetzt auch anstellen, glaube ich. Alles liegt, was eben noch gestanden hat. Aber er schmeißt keinen raus, was jetzt natürlich auch ein bisschen... Reicht auch erstmal mit zwei Leuten, die rausgeschmissen wird. Die Leute rufen jetzt natürlich Goldberg, Goldberg. Ist natürlich die große Frage, ob er tatsächlich auch die nächste Nummer gezogen hat. Und ich bin ja der Meinung, dass die sich beide gegenseitig eliminieren werden. Das sagen alle, dass die sich gegenseitig eliminieren. 0 Goldberg. Ja, das ist natürlich Surprise, Surprise. Enzo Amore oder Big Cass mit dem zweiten Alter Ego. Kann natürlich auch sein. Big Cass kann rein. Das ist ein Surprise Entrance, also zwei fehlen noch. Nee, fehlen ja jetzt noch Taker und Goldberg und daher kann es höchstens noch eine einzige wirkliche Überraschung geben. Aber Enzo macht zumindest das Zeichen, als er den Titel gewinnen will. Was ist nicht explizit, dass Enzo nicht dabei ist? Das kann sich ändern. Wahrscheinlich hat Kevin Nash dieses Jahr keine Zeit, weil er sich die Haare nicht färben wollte oder so. Ich weiß es nicht. Aber Enzo ist mutig, das weiß man. Und Enzo kriegt das T-Shirt nicht aus. Er kriegt nicht mal das Shirt aus. Ich werde verrückt. Mal eben Snap Suplex gegen Rusev muss man auch immer hinkriegen. Ja. Und Lesnar lässt es extrem langsam angehen. Auch Lesnar weiß natürlich, dass Goldberg kommt. 4, 3, 2,
Vereins. Jetzt könntest du eigentlich Batista kommen. Und Batista vielleicht? So. Goldberg ist 25. Ja, mit der Nummer hat Batista ja zweimal gewonnen, also kein Batista. Das, wenn jetzt Batista gekommen, der hätte ja alle geguckt, oder? Mal schauen, wie groß die Enttäuschung gleich in den Augen meines Sohnes wird, denn er hat auf Goldberg als Royal Rumble-Sieger getippt. Von daher. Aber er ist ziemlich voll. Aber er hat definitiv das Royal Rumble-Tippspiel schon gewonnen. Das Klatschen denkt mich sehr ab, dafür. Ich kann mich kaum konzentrieren. Das ist ein sehr lautes Geräusch, ist sehr angenehm in meinen Ohren. Goldberg ist grau. Und. Grauberg. So, wird jetzt Lesnar erneut embarrassed oder kann er sich eventuell revanchieren? Das alle liegen, es ist unglaublich, wie lange die hier einen Suplex verkaufen. Ja, die halten sich raus. Und jetzt geht's los, jetzt bin ich gespannt. Und wieder ein Spear. Ja, das kennen wir schon, jetzt müssen wir noch den Jackhammer geben und dann ist Lesnar wieder draußen. Das wäre ja auch mal etwas Neues. Ja, und das war's für Brock Lesnar. Nach unglaublichen 10 Sekunden hat sich das wieder erledigt. Das ist der Tipp von JFK gewesen. Der hat sich natürlich rentiert. Und Lesnar wird durchdrehen, weil er schon wieder gegen Goldberg schlecht ausgesehen hat. Jetzt bin ich ja total heiß auf Mania. Zum Glück macht Lesnar das alles freiwillig. Man muss ihm kein Geld dafür zahlen, dann macht das nichts. Oder jetzt ständig. Es macht natürlich Sinn. Ich meine, er wird immer mehr gedemütigt, sodass Lesnar natürlich irgendwann explodieren muss. Ich meine, es steht jetzt 3-0 für Goldberg, wenn man das jetzt als Duell werten will. Und ich meine, es fehlt noch der Undertaker und noch ein anderer Kandidat. So. Undertaker kommt. Oha. Die 30 hat auf jeden Fall nicht. Also nicht der Undertaker, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt gerechnet. Also die 30 könnte vielleicht eine Überraschung sein. Die 30 sein. Ist jetzt komplett unbekannt. Ja. Der Undertaker sieht gut aus. Er sieht aus wie Waylon Mercy. Was denn? Oh, das ist mein Bild. Oh. Also wenn jetzt noch Goldberg und den Taker fliegen, dann bin ich komplett ratlos. Wenn warum halten sich Rusev und Corbin nicht raus? Wenn es gerade daran geht, Goldberg zu eliminieren oder beziehungsweise sie können die doch. Ja gut, okay, Rusev ist jetzt raus, ja. Tja, und Corbin auch. Das rächt sich halt dann am Ende. Spear gegen den Taker. Das sah aber auch schon mal besser aus, aber gut. Wer? Taker, der Spear, aber der Taker hat doch gerade schön die Carper. Hände über den Kopf genommen. Oh, Luke Harper ist der raus. Ist auch raus. So. Übrigens meine Top 4 immer noch. Nein! Goldberg ist raus. Oh, ich hab falsch gesehen. Sollte er sich festhalten oder ist er raus? Kann ich da nochmal umwechseln auf Undertaker? Du kannst jetzt gerne wechseln, aber dein erster Tipp zählt. Oh, jetzt The Miz mit der Maven-Aktion? Doch nicht. Jetzt nehme ich Undertaker. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, meine Top 4 sind immer noch drin. Ich Wyatt, Jericho, Undertaker und, wen habe ich noch gerade? Tja. The Miz? Nee, Orton. Orton. Orton, Wyatt, Jericho und Taker. Jetzt macht sie 30, pass auf. Wer kann die 30 sein? Ich meine, wenn man das jetzt, das hat man, jetzt bin ich wirklich gespannt. Das wird gleich Paul Heyman. Das wird bestimmt eine riesen Enttäuschung werden gleich. Die 30 ist jetzt bestimmt irgendwie Titus O'Neil. Roman Reigns. Achtung. Nein. Warum? Das war ein Scherz. Ich habe das nicht gewollt. Ist doch witzlos. Ich habe das nicht. Jetzt gewinnt hier Roman Reigns vielleicht noch den Rumble oder so, weißt du? Okay, Undertaker gegen Reigns, vielleicht hier auch nochmal eine Partie, die sich anbahnen könnte. Aber das ist ja wohl selten dämlich. Aber ich meine, wer Roman Reigns, warum kriegt der denn das zweite Match? Niemand hat hier ein zweites Match bekommen. Okay, Sheamus und Cesaro haben ein zweites Match bekommen. Aber wo ist denn AJ Styles? Dann, oder? Die würgen einem den Reigns rein, als gäbe es keinen Morgen mehr. Dann hätte ich lieber den Match. Also nicht gehabt. Match, sondern. Ja. Wieder abgenommen, ne? Das ist ein Scherz sein. Ja, das ist nur ein Scherz. Finde ich schön, dass du wieder an Bord bist. Ja. Jetzt stell dir vor, Reigns schmeißt den Taker raus. Die Crowd würde, glaube ich, durchdrehen. Es gibt einen Riot.
Ich glaube auch, dass Riot, aber ich glaube, die stürmen da wirklich gleich die Ring Area. Oh, einfach mal ein Punch hier. Out of nowhere haut der Undertaker einen raus. Ich würde immer noch sagen, dass Jericho noch. This is Bullshit rufe und San Antonio möchte ich nochmal erwähnen. Das würde ich, this is Bullshit? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Ach, das finden die alle ganz prima. Chokeslam gegen Reigns und jetzt ist Orton da. Wenn jetzt noch Reigns rausfliegt, ist es meine Top 4 komplett korrekt. Ich möchte es nochmal sagen. Schade, das passiert. Ich glaube, das kannst du vergessen. Ja, weil jetzt wahrscheinlich Jericho fliegt. Jetzt muss wahrscheinlich. Na, bin ich nicht so sicher. Nicht so sicher. Chokeslam. Es hätte nur Reigns raus, aber Reigns ist so eine Bank. Reigns ist eine Bank. Taker raus. Das gibt's nicht. Reigns schmeißt den Taker raus. Liebe also das Freunde. Ist eine riesen Überraschung. Die drei Top-Favoriten fliegen mal eben raus und das ist, glaube ich. Reigns schmeißt den Taker raus und Vince McMahon lebt noch. Also wahrscheinlich ist von auszugehen. Heute hat er mich noch nicht gesehen. Es wäre jetzt eigentlich die Zeit für irgendjemand, der dieses Szenario retten kann. Ich weiß nicht wer. Es gibt nur einen, der es retten kann und der Mann heißt Chris Jericho. Dem ich natürlich jetzt hier den Sieg am meisten gönne. So, Jericho ist raus. Ey, das ist doch scheiße, weißt du. Jericho, das hätte mich so gefreut. Was ist das für ein Ende? Ich meine, das sind drei Leute, die diesen Sieg alle nicht brauchen. Die haben übrigens zwei davon schon gewonnen. Zwei haben schon den Rumble gewonnen. Definitiv ein Szenario, was ich so nicht hervorgesehen habe. Nee. Respekt WWE, das haben wir alle nicht geahnt. Aber das hätte auch nicht sein müssen. Roman Reigns, Randy Orton und Bray Wyatt. Wirklich enttäuscht gerade, was das oder bedeutet. Versteckt sich noch irgendwo jemand? Also ich habe jetzt keinen mehr gesehen, der irgendwo sitzt. Ich habe auch nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Bin ich ganz ehrlich, also es kann auch sein, dass mir da jetzt einer entwischt ist. Wo ist Ambrose hin? Raus. Den hat Lesnar rausgeschmissen. Wo ist Lesnar hin? Ja, der ging sehr schnell raus. Ja. Aber das kann doch nicht sein, dass sie die alle so schnell rausschmeißen, oder? Also ich meine, was die Final Four angeht, bin ich hier der Beste, aber das bringt mir auch nichts. Also den Sieger, will man wissen, wer den Sieger hat, ihn einer von euch getippt im Moontalk-Tippspiel? Nein. Einer von denen rein? Nein. Nee. Ja. Ich erwarte ja immer noch den Turn von Dixie Carter. So, Bray Wyatt ist raus. Das ist doch scheiße. Also Bray Wyatt hätte ich mir Reigns jetzt mal Sieger. Oder Orton. Super. Ich frage mich, wer das... Also das kann doch nicht sein, oder? Was soll denn der Mist? Ja, war ein schöner Punkt, muss man sagen. Ja. Orton gewinnt den Rumble. Ich glaube, da hätte... Wäre niemand drauf gekommen. Kann ich jetzt noch eher leben als mit Reigns? Die Frage ist natürlich trotzdem: Cena gegen Orton? Ist das Match, was uns bei WrestleMania erwarten wird? Ich meine, das haben wir Cena jetzt auch schon. Orton? Nein. Cena Owens ist jetzt aber. Orton Owens ist aber auch nicht das Match. Es wird irgendwas bei der Chamber geben, auf jeden Fall. Vielleicht ja gewinnt AJ den Titel wieder und es gibt AJ gegen Orton. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Das wäre durchaus eine Konstellation, eine Paarung, die es so noch nicht gab. Aber ob jetzt die so must-see ist, weiß ich auch nicht. 16 mal schnell. Ich hätte aber vor diesem Abend gedacht, dass es Braun Strowman gegen Roman Reigns gibt. Jetzt sieht es eher nach Roman Reigns gegen den Undertaker aus. Also von daher, ich weiß jetzt ehrlich. Oder es gibt einen Triple Threat. Ja, bei der Chamber gibt es wahrscheinlich. Aber der Chamber ist ja nur SmackDown-Only-Paper. Ja, ja. Von daher. Stimmt, da ist dann Reigns nicht dabei. Dann bei Fastlane gibt es wahrscheinlich Strowman gegen Roman bei Fastlane und dann gegen den Taker bei WrestleMania. Wieso denn? Also überraschen kann man damit, aber mich jetzt nicht so aus dem Hocker hauen. Und echt enttäuscht, was die Surprise ist. Komm, zeig noch aufs Snickers-Logo da oben. Komm, mach so. Da. Es hat mir eigentlich, ehrlich gesagt, diesen eigentlich ordentlichen Event, finde ich, ein bisschen zerstört, will ich jetzt nicht sagen. Es war jetzt ja kein schlechtes Rumble-Match, hatte jetzt seine Momente, aber wenig Highlights eigentlich.
und wenig Überraschung. Wrestlemania. Also ich hätte jetzt Wrestlemania, ja. Da darf jetzt der Orton zum zweiten Mal hin. Aber also ist doch nach Royal Rumble nicht Wrestlemania. Ja, aber da geht es ja jetzt hin für den Rumble-Sieger. Ja, und das war's mit dem Royal Rumble. Das war der Rumble. Jetzt gibt's Holy Foley. Jetzt gibt's auch Holy Shit und na. Allerdings. So. Können wir nicht Holy Foley sehen? Nein, wir sind Holy Foley, gucken wir jetzt, genau. Ja. Was denkst du, da passiert jetzt? Ich glaube, da passiert noch irgendwas. Und zwar kommt jetzt noch Eric Rowan und schmeißt Orton raus. Pass auf. Einer kommt unter dem Ring und plötzlich, oh. Ja. James Ellsworth. Mootalk! The Bones is back! Peace, Leute. John Cena sucks. 16-facher World Champion. Die wollen uns doch völlig... Bitte? Also nicht den Papa hören. Guckt sich das eigentlich jemand an, wenn wir hier eine Stunde lang reden? Nein, ich schneide das. Ja? Ja.